Wenn du Handwerksunternehmen bist, hast du wahrscheinlich auch mit dem Mitarbeitermangel schon mal zu tun gehabt. Und es gibt sehr viele Dinge, die man machen kann online, die auch keinen großen Effekt haben. Und es gibt Dinge, die man machen kann, wo man auch gar nicht viel machen muss, die einen großen Effekt haben. Wir wollen jetzt einfach mal die Unterschiede aufzeigen und warum Handwerker sich einfach auf anderen Plattformen aufhalten, als du jetzt vielleicht denkst. Viel Spaß dabei! Ja, also willkommen zum Video. Mein Name ist Alex und Marvin ist auch am Start. Jo, hi. Und wir wollen heute mal über das Thema sprechen, wo halten sich eigentlich deine potenziellen zukünftigen Mitarbeiter auf den sozialen Medien auf? Und ich höre sehr häufig, wenn wir Strategieberatungen durchführen, dann gucken wir natürlich auch genau, was hat die Person schon probiert, was hat das für Ergebnisse gebracht? Meistens keine guten, sonst würden sie nicht mit uns sprechen, macht ja auch Sinn irgendwo. Und oftmals höre ich dann, ja, wir haben dann schon bei der und der Jobplattform schon mal ein Inserat reingestellt, schon mal das probiert, schon mal das probiert. Und die Herausforderung ist einfach, wichtig mal zu verstehen, dass sich ein Handwerker, der was kann, nicht auf einer Jobplattform irgendwie bewirbt. Macht er einfach nicht. Ja. Der kommt woanders unter, bevor er diese Bewerbung überhaupt machen muss. Ja, das Ding ist halt, die guten Leute, die arbeiten halt schon irgendwo anders. Richtig. Ne? Und die treiben sich jetzt vielleicht nicht auf Indeed oder auf irgendwelchen Jobportalen rum. Diese Jobportale, die haben an sich ihre Daseinsberechtigung, wenn es jetzt darum geht, du willst irgendwie einen Marketingmanager in einem großen Konzern oder so haben, du willst irgendwie einen Top-Einkäufer oder so. Oder also es geht da mehr auch um, man nennt das immer Blue-Collar und White-Collar Jobs. Also im Endeffekt sind das sozusagen Handwerksjobs, wo man anpackt, oder sind das Schreibtischjobs? Ja. Ne? Und diese Portale, die haben ihren Anwendungsbereich definitiv für solche Schreibtischjobs, meiner Meinung nach. Aber gerade wenn es jetzt im Handwerk darum geht, gute Leute zu finden, dann haben wir da eben ja einfach die Erfahrung und sehen von super vielen Partnern, die das eben in der Vergangenheit gemacht haben, die dann zu uns kommen und wir dann andere Wege mit denen gehen, dass diese Wege eben deutlich nachteiliger sind als jetzt die Wege, die wir mit ihnen gehen. Es ist wirklich überwältigend, weil also die Anzahl an Sachen, die nicht geklappt haben da. Also wenn jetzt 100 Leute zu uns kommen, ist es nicht so, dass man sagt, okay, bei 20 hat es geklappt, bei 80 nicht. Das ist wirklich so, bei 99 hat es nicht geklappt und der eine hat durch Zufall irgendeinen Neffen von irgendeinem Cousin da angesprochen, der das gesehen hat und der das dann dem Handwerker gesagt hat, der aber selber trotzdem nicht auf der Plattform war. Also das ist wirklich, du kannst dir gerade wahrscheinlich schwer vorstellen, wie wenig Handwerker wirklich auf diesen Plattformen unterwegs sind. Es ist fast keiner. Ja. Weil wie gesagt, die Handwerker, wenn die wirklich unzufrieden sind, die gehen nicht auf die Plattform. Die gehen zum nächsten Betrieb und fragen an. Sagen Bescheid. Ne? Andere Möglichkeit natürlich, was wir auch selber nutzen, ist natürlich das Thema soziale Medien, weil dort halten die sich auch auf. Nicht, um nach Jobs zu suchen natürlich, aber die halten sich generell da auf und wenn die unzufrieden sind und dann sehen, hey, guck mal, es gibt hier die Möglichkeit, schnell zu wechseln und die Unzufrieden sind auch nicht so groß, dass sie in einen anderen Betrieb gegangen sind und gefragt haben, dann hat man halt auch da eine gute Chance. Also das Wichtige ist halt mal zu gucken, okay, deine Jungs auf der Baustelle oder generell, wenn die das Handy in der Hand haben, wo halten die sich auf? Und das sind auch die Plattformen, wo du von ausgehen kannst, dass sich die potenziellen Leute, die bei dir anfangen würden, aufhalten. Natürlich kann man nicht immer nur vom eigenen Unternehmen auf alles andere schließen, das ist klar. Aber wenn du jetzt 10 Monteure zum Beispiel hast und du schaust dir mal an, welche Plattformen nutzen die so, und da wird Instagram dabei sein, da wird Facebook dabei sein, da wird TikTok dabei sein, das ist ganz normal. Dann kannst du davon ausgehen, dass auch andere das nutzen. Ja, klar, du musst dir einfach nur vorstellen, vielleicht bei dir selber auch schon, aber bei deinen Leuten mit Sicherheit auch, also einfach auf dem Weg zur Arbeit, auf dem Hinweg, auf dem Rückweg, je nachdem, ob man jetzt mit dem Auto fährt oder mit der Bahn, wie auch immer. Zum Feierabend, auf dem Sofa und so weiter. Die Leute, die konsumieren ja Social Media ohne Ende, ne? Also TikTok, Snapchat, Facebook, Instagram. Und auf diesen Plattformen sind sie halt einfach, um sich zu unterhalten, beziehungsweise um sich auch einfach abzulenken. Ja, man wartet irgendwie auf den Bus, dann schaut man nochmal rein, 10 Minuten so, und schon sind 10 Minuten. Was meinst du, wie viele Post und wie viele Werbebotschaften die da sehen? Und wenn du da zur richtigen Zeit das Richtige ansprichst, und das arbeiten wir auch aus mit unseren Partnern, was sind so Themen, die andere oder die Leute stören bei anderen Arbeitgebern und was du vielleicht bieten kannst. Ja, vielleicht ist es, dass es bei dir keinen Wochenenddienst gibt oder du bist regional tätig und du musst nicht überregional rausfahren. Also da gibt es verschiedene Themen, oder die Leute kommen nicht klar mit ihrem Team oder haben schlechte Arbeitszeiten, schlechte Arbeitsbedingungen, müssen ihren eigenen Wagen nehmen und so weiter und so fort. Das sind alles Dinge, die du ansprechen kannst, und wenn das jemand sieht und er dann zu Hause auf dem Sofa liegt und der hatte einen scheiß Tag und der sieht dann sowas, dann ist er halt empfänglich für solche Sachen. Und der geht dann vielleicht nicht proaktiv, nimmt sich seinen Laptop, geht auf Indeed.com und gibt ein Monteur für Terrassendächer, sondern der
ja, wenn du ihm aber so eine Botschaft gibst und zeigst, ey, dein Leben kann auch besser sein sozusagen als das, wie es aktuell ist, dann kannst du diese Leute halt erreichen. Ne? Du musst halt zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein und ja, dann einfach die Leute überzeugen, dass es vielleicht bei dir der bessere Arbeitgeber, dass du einfach der bessere Arbeitgeber bist. Genau, also hier ist ganz klar, dass erstmal da, wo die Aufmerksamkeit ist, also Aufmerksamkeit geht vor, ich sag mal, Kontext. Klar wäre es super, wenn der Typ sich jetzt auf irgendeinem Stellenportal bewirbt, weil dann weißt du, okay, der will auf jeden Fall wechseln, aber der ist halt nicht da. Also, dann hol ihn erstmal woanders ab, wo er nicht damit rechnet, zeig ihm, was du machen kannst und dann hast du halt auch die Chance. Mhm. Und das ist, glaube ich, eine Sache, die immer mehr Leute auch langsam verstehen, aber die immer noch super viel Geld kostet, weil die meisten Leute, mit denen wir sprechen, haben mindestens schon mal eine, wenn nicht zwei oder drei Stellenanzeigen in der Zeitung oder halt auf den bekannten größeren Plattformen, also Jobplattformen, aufgesetzt und probiert und es hat halt alles wirklich keinen Effekt gebracht. Also es ist ganz, 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 ganz selten, dass da mal einer sagt, ich habe da schon mal jemanden drüber gefunden. Das passiert eigentlich nicht. Und deswegen ist unsere Riesenempfehlung, da von Anfang an sich wirklich Gedanken zu machen, wo halten sich die Leute auf? Und das sind eben nicht die Jobplattformen. Ja. Ja, und wenn du da Interesse daran hast, einfach mal mehr darüber zu erfahren, wo können sich deine Leute genau aufhalten, gibt es auch immer viele Möglichkeiten, auch bei den sozialen Medien, was da sein kann. Melde dich gerne bei uns. Ne? Auf der Website ein-wader.de findest du die Möglichkeit, für ein kostenfreies Strategiegespräch dich einzutragen. Da prüfen wir einmal in deiner Region, was für Leute sind da online. Geben dir auch mal so ein Feedback. Okay, wie viele sind das? Wie viele könnte man da erreichen, die in deinem Gewerk auch sind? Und dann hören wir uns vielleicht auch in einem Beratungsgespräch dann später wieder. Bis dahin, erstmal eine gute Zeit. Ciao. Mach's gut, ciao.